Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's Jessie und heute gibt's wieder, wie letztens, also das zweite Mal, dass ich das mache. Das erste Video war zu Crosswalking und das zweite Video ist zu Spider-Man No Way Home. Wir müssen kurz noch Tickets Ding. Digital 2D um 18.45 Uhr, oder? Um 18 Uhr, das ist ja in der Stunde fast, Leute. Diese Sitzplätze? Bin ich jetzt eingeloggt? Nee. Spider-Man hier. Ich bestätige und reservieren bestätigen. Wir haben jetzt reserviert. Wir brauchen unsere Tasche. Meine Tasche. Oh mein Gott, ich muss gucken, ob ich eine FFP2 habe. Ich schmück mich jetzt noch. Ich brauche meinen Eyeliner oder auch nicht. Spider-Man, let's go. So Leute, wir sehen uns nachher dann. Wir sind gerade aus dem Kino für mein Fazit, denn hier ist es zu kalt. Wir haben nämlich Spider-Man No Way Home geguckt und ihr hört es im Fazit dann zu Hause. Leute, wir sind wieder zu Hause und jetzt gibt es meine Review. Also ich fand, Anfang war so okay, ein bisschen halt ein guter Anfang eigentlich. Mittelteil und so war spannend. Ich gebe den Film eine 8 von 10. 10 von 10 nicht, 9 von 10 auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich schaue so und denke mir so, Filmfehler. Also wie Dr. Octopus oder wie Dr. Octavius oder wie man ihn ausspricht. Peter gegen die Wand gedrückt, Tentakeln und ihm dann die Nanotechnik rausgerissen hat. Hatte ja da nichts mehr. In der nächsten Sequenz hat er da irgendwas wieder. Falls wir das finden, dann wird es eingeblendet. Ich bin zu 99,9% sicher, dass es nicht gibt. Deswegen, Leute, sehen wir es nicht. Ich bin einmal gespoilert worden auf Insta. Deswegen dachte ich mir so, oh mein Gott. Handy direkt weggeschmissen. Das ist mir auch abgegangen. Irgendwie so ein richtiger Bösewicht. So. Und zwar, Leute. Lena hat von mir Spider-Man bekommen. Ist er von No Way Home? Nee, Peter Parker. Und er so, ja, nee, du darfst mich so, nee, du darfst mich Steve nennen. Und dann einmal so, hat Spider-Man, also, Was? By the way, es gibt alle drei Spider-Mans. Und Lena, wer hat das vorausgesagt? Ich. Ich so zu Lena, bevor Trailer und alles offiziell wurde, ich habe so ein Gefühl, dass irgendwie drei Spider-Mans da sind. Und Lena so, nee, niemals. Und ich so, hä, doch, das ist so ein Gefühl, ein Gefühl von mir. Und sie so, nee. Dann beim Trailer sie so auch nicht so, ha, ich habe sie ja gesagt. Und ich dachte mir so, nee, hast du den ganzen Film mal gesehen? Nee, du hast nur den Trailer geguckt. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl und ich finde es traurig, dass das jetzt der letzte Spider-Man mit Home Holland war. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Spider-Man gesehen habt, nicht in den Kommentaren spoilern. So aufstehen. Hallo, funktionierst du jetzt oder? Wenn es euch dieses Format gefällt, machen wir öfters, wenn ihr Bock auf einen Film habt. Und man darf halt nichts mitfilmen im Kino, aber ist halt logisch. Ja Leute, das war's. Tschüssi.